Er hat Hassan dann eben vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er zum Abschluss seiner Karriere gerne noch mal was Neues machen möchte. Bis dato hat uns noch kein Club kontaktiert, der irgendwie in konkrete Gespräche mit uns rein möchte. Ich weiß auch nicht, davon haben wir keine Kenntnis, ob Thiago schon mit diesem möglichen neuen Club auch seine Dinge schon geregelt hat. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir mit Thiago, aber auch David Alaba, die noch ausstehenden hoffentlich Champions League-Spiele bis zum Ende bestreiten wollen. Daran besteht kein Zweifel. Also dasselbe gilt auch für David. Hassan ist in Gesprächen mit Oliver und ich genauso informiert über die ganzen Dinge. In Gesprächen mit dem Berater von David. Bis dato, muss man korrekterweise sagen, haben wir noch keine Lösung gefunden. Wir haben ziemlich die Karten offen auf den Tisch jetzt gelegt. Es liegt jetzt an seinem Berater, seinem Vater, der ja auch in diese Gespräche involviert ist, und natürlich am Ende der Kette bei David. Wir werden allerdings für den Fall, dass die Spieler ihre Verträge nicht verlängern werden, auch mit einer, nur erst ab einer gewissen Zahl uns mit deren Abgängen beschäftigen. Also ich lese da ja in Zeitungen immer so Zahlen, über die wir hier leicht schmunzeln, würde ich mal sagen. Und eins ist völlig klar, ein Summer Sale trotz Corona wird es beim FC Bayern auch dann nicht geben.